Darf ich vorstellen, Pat Murphy, unser Schauspieler und Sprecher. Nimm dort bitte Platz. So, Anke, mach's dir gemütlich. Ja, du weißt es ja, wie es ist bei der Deutschen Bahn. Man muss ja doch immer länger warten, bis es endlich losgeht. Herr Murphy wird jetzt gleich den ersten Dialekt machen und dann musst du erraten, was es für einer ist. Okay. Also ich habe. Du hast nur einen Antwortversuch. Ja. Also bevor du zu schnell etwas sagst, überleg dann nochmal. Okay. Denn wenn du das Falsche sagst und hinterher meinst, oh, nein, ich meinte aber das, zählt es natürlich nicht mehr. Gut. Ja? Habe ich verstanden, ja. Bist du bereit? Ja, bin ich. Okay. Anke, dein Spiel beginnt jetzt. Na, Zettle, Sie fahren wohl Auffahrt. Ja, aber viel Gepäck haben Sie ja nicht gerade dabei. Ja, ich selbst fahre ja zu meiner Schwester, die ist umgezogen, weil die hat einen Schauspieler gehabt, gell? Ja, weil der immer beim Dreher ist, muss sie auf die Kinder aufpassen. Ja. Na, ich bin gespannt, ob sie den verlassen tut. Na? Das war ganz eindeutig Schwäbisch. Und das war ganz eindeutig richtig. Nummer eins. Weißt du was? Neulich sind bei Schiedwetter drei Peterwagen zusammengekracht, ne? So ein Tüdel, nee. In der Zeitung habe ich gelesen, bei einer heißen Verfolgungsjagd. Und nach der Meldung soll der flüchtige Täter Schuld haben. Eins will ich dir mal vertellen. So ist das nicht. Ich hab das anders sehen. Ich sag immer, kurz ist das Leben und lang tut das Tod. Drummen lüden lüt. Nicht langs Nacken, Kopf in Nacken und dann weg damit. Hamburger Platt. Das ist richtig. Genau richtig. Ich bin ja alleinerziehender Vater. Und meine Tochter hat einen Friseurtick. Ja? Letztens musste sie ins Krankenhaus für einen kleinen Eingriff an der Beine. Ne? Paps, ich bin aber gerade mein Friseur. Ich glaub's ja nicht. Ich werde doch irre. Ich träume schon nachts von Friseuren. Dabei hat sie eine Latze. Und? Da bin ich mir auch ganz sicher, dass es der Berliner Dialekt ist. Und das ist total richtig, wa? Grüß dich. Nein, wo ist was? Ich sag dir was. Die Tag habe ich auf der Straße einen Mann getroffen. Und das ging so. Sieh da. Wer? Ja, sieh da. Ich? Ja, was? Sind Sie's? Wer? Der Kleiner? Ich? Ja? Nein? Aha. Also ich hoffe, da reicht, wenn ich bayerischer Dialekt sage. Das reicht völlig. Das sind 4 von 4. Sehr gut. 2 fehlen noch. Mit Zug fahren ist ja besser, als wie sonst in Stau stehen tust. Also bei uns, da wo ich jetzt weg bin, da gibt es ja Umme und Anne. Nämlich Umme und Anne Ecke. Übrigens, auch ein Wort, das aus diesem Dialekt kommen tut, ist Vietnam. Glaubst du nicht? Bei uns heißt das nämlich, kannst du mich mal sagen, Vietnam Bahnhof gehen tut. Also da bin ich mir jetzt zum ersten Mal nicht ganz sicher, aber ich würde auf jeden Fall sagen, es ist aus dem Ruhrpott. Und das ist auch wieder richtig. Gut. Das ist Westfälisch. 5 von 5 richtig. Einen noch. Wow, Respekt an dieser Stelle. Einen noch. Dann wollen wir uns doch mal gleich den nächsten anhören, oder? Hey, das warte auf die Züge, kann er mir schon mal auf den Geist gehen, gell? Von Wege in der Zwischenzeit, der Schöpfchenpätze. Ein ganz Fass hat man geleert, gell? Und wenn du dann aufstehst zum Einsteigen, dann haut es dich glatt aus der Schlappe, gell? Und der Käse ist gegessen. Also ich meine jetzt die Zugfahrt. Hey, das finde ich ja fürchterlich. Das ist hessisch. Und die Hesse sind alles Verbrecher, denn sie klauen Aschenbecher. Richtig! Pat Murphy, herzlichen Dank. Sehr gut gemacht, klasse. Das Spiel ist gewonnen. Hervorragend. Super. Klasse. Super. Glückwunsch. Klasse. Sehr gut gezockt am Tisch. Darf ich Glückwunsch. Hin?